Herzlich willkommen zu diesem neuen Trading-Video. Heute geht es wieder um CFD-Trading mit Aktienindizes, mit Forex und so weiter. In diesem Video schauen wir uns die aktuellen Marktbewegungen mal an. Ist der DAX tatsächlich schon in einem Bärenmarkt? Was ein Bärenmarkt ist, werde ich euch auch in diesem Video erklären. Das ist eine sehr interessante Sache. Wir schauen uns heute mal die aktuellen Bewegungen an und ihr erfahrt meine Einschätzung zu dem, ja, Chaos am Markt, zu den fallenden Kursen aktuell am Markt. Ja, ich befinde mich hier im MetaTrader 4 meines Brokers. Link dazu findest du unten in der Beschreibung, wenn du da günstig den DAX traden willst. Schau einfach mal vorbei. Und ich sehe hier gerade die Monatskerzen. Also eine Kerze dauert einen Monat lang, ist ein sehr langfristiger Zeitraum. Wir sind jetzt hier am Anfang des Jahres, waren wir hier noch am 1.1. ja, bei der 13.000. Ja, Ende letzten Jahres waren wir hier oben, beziehungsweise sind wir hier dann gefallen von der 13.000, was war das genau, 595, jetzt das ganze Jahr gefallen auf die 11.000, also dieses Jahr eine sehr, sehr schlechte Performance im DAX, wie wir das hier aktuell sehen können, und es scheint so, als ob wir jetzt hier keinen Halt machen werden. Wichtig für uns Trader ist, für langfristige Investoren ist, die magische Marke von 0,8 bzw. minus 20%. Wenn man die sich ausrechnet, kann man sich die Marke ausrechnen im Chart, wann der Chart wirklich aktuell in den Bärenmarkt übergeht. Und diese Marke wird von sehr vielen Tradern benutzt, ist auch eigentlich ziemlich bekannt. Ich zeige es euch jetzt mal. Wir sehen hier den Taschenrechner, wir sehen jetzt hier den aktuellen Höchststand des DAXes, der war auf der 13.000. Was war das, 595, rechnet man einfach mal 0,8, also 20% abziehen, also immer das Hochnehmen, du ziehst 20% ab und du befindest dich dann im Bärenmarkt. Das heißt, viele Leute gehen bei dieser Marke short und es kann sein, dass sich auch viele langfristige Investoren ihr Portfolio umschichten und so weiter. Das ist eine sehr, sehr bekannte Marke im Trading-Bereich. Und da sehen wir jetzt hier einmal, das ist die 10.876. Ja, ich habe sie hier schon markiert im Chart mit dieser horizontalen Linie. Es dauert nicht mehr lange und wir befinden uns im DAX im Bärenmarkt. Das heißt, es könnte auf eine Rezession zugehen. Ich möchte jetzt hier gleich noch was dazu sagen. Und zwar denke ich jetzt nicht, dass es jetzt zum kompletten Crash schon kommen wird. Das ist meiner Meinung nach eindeutig zu früh, wie man auch an den wirtschaftlichen Daten sehen kann. Zum Beispiel die Daten in den USA sind ziemlich gut und in den letzten Crashes haben wir auch gesehen, ja, die USA ist da meistens der Vorreiter. Diesmal aber eventuell ein bisschen andersrum. Es scheint so, dass die Rezession oder Krise, wenn man es jetzt schon Krise nennen will, in Europa startet, weil die europäischen Börsen im Vergleich zu den amerikanischen Börsen ziemlich Minus erleiden. Wir können das jetzt hier gleich mal vergleichen. Und ja, es sieht so aus, dass wir jetzt hier weitere tiefere Kurse sehen werden im DAX. Ich denke, es ist noch kein irgendwie kompletter Crash, sondern ich denke, der Markt wird dann hier in diesem Bereich erstmal oszillieren und sich dann entscheiden, hier genau bei dieser Marke, das ist ja wie gesagt die Bärenmarktmarke, und dann sich nach einiger Zeit dann wirklich entscheiden, in welche Richtung er dann gehen möchte. Entweder weiter nach oben, was auch möglich sein kann, oder weiterhin nach unten, das ist auch möglich. Zum Vergleich müssen wir uns das mal hier anschauen, 2008, wo es dann hier anfing, nach unten zu gehen, Ende 2007. Müssen wir uns das mal anschauen, dann waren wir hier, es war die 8.119, rechnen wir uns das einmal aus, 8.119 mal 0,8, 6.500 circa, und dann sehen wir das hier, 6.500, wo ist die 6.500, muss es hier erkennen, genau hier, da war die Bärenmarktmarke, wir sehen das hier, in diesem Bereich, und das ist tatsächlich, hat die als Support funktioniert in der Vergangenheit. Natürlich hat die dann nicht gehalten, es ging noch dermaßen nach unten, aber wenn man es jetzt mal vergleicht zu 2008, ist die Fallhöhe des Aktienindex in Deutschland wesentlich höher. Wir sehen das jetzt hier,
dass wir schon fast die Bewegung von 2008 vollzogen haben, wenn wir das jetzt hier mal vergleichen. Hier von der 8000, das Tief war hier bei der 3600, ja, sind fast 5000 Punkte. Ja, fast 5000 Punkte und wir sind jetzt hier schon bei, vom Höchststand, bei fast 3000 Punkte minus. Ja, also wenn wir noch 2000 Punkte weiterhin fallen, haben wir die Bewegung von 2008 vollzogen, Aktienindex hier beim DAX. Ziemlich lustig. Also von mir aus jetzt erstmal, wir werden wahrscheinlich weiter fallende Kurse jetzt hier nochmal sehen, sofern er sich jetzt hier nicht vor der Bärenmarke fangen tut. Es könnte sein, dass das jetzt hier auch ein Fehlausbruch wird oder gewesen ist hier und wir eventuell wieder steigende Kurse sehen. Ich kann das jetzt noch nicht aktuell sagen. Ich könnte jetzt hier auch nicht jetzt direkt reingehen oder irgendwie einen Trade planen. Dazu muss ich natürlich nochmal mehrere Anhaltspunkte haben. Und so wie es jetzt aussieht, wenn ihr jetzt hier im Camp Trade drin seid, meiner Meinung nach abwarten. Das ist jetzt hier wieder der Tageschart. Ja, und ich werde dann auch hier wahrscheinlich reingehen in den DAX. Hier könnt ihr bei dem Broker DAX ab 1 Punkt Spread traden, ziemlich günstig. Wie gesagt, checkt den Link mal unten aus in der Beschreibung. Guter Broker, testet den aus und ihr könnt auch hier CFD-Trading mit dem DAX machen. Natürlich das Ganze auch gehebelt und wenn sich dann mal eine gute Chance ergibt zum Kaufen. Wie gesagt, wir sind jetzt hier noch wirklich, ich sag mal so, es sind noch keine extreme Anzeichen von einer Rezession. Noch nicht, das ist meine Einschätzung dafür. Sollten wir allerdings hier in diesem Bereich 10.000 fallen, sieht es natürlich dann noch schlechter aus. Wir vergleichen das jetzt einmal mit dem S&P 500. Muss ich mal kurz ein anderes Template reinmachen. Beziehungsweise habe ich das jetzt hier gerade schwarz gemacht. Möchte ich natürlich jetzt hier auch haben, schwarz einfach besser, so. Was wir jetzt hier erkennen können, ist der Unterschied, dass wir hier im DAX deutlich stärker am Fallen sind als im S&P 500. Ja, wenn wir uns hier das mal ausrechnen, wie hoch ist es? 2940, ja, 2940. Mal 0,8. 2300, ja. 2350. Also da haben wir noch deutlichen Spielraum bis nach unten im S&P 500, bis der mal tatsächlich in den Bärenmarkt kommt. Zusätzlich habe ich mir auch die Daten angeschaut, wichtige Indikatoren der US-Wirtschaft. Da sieht es noch ja, ziemlich gut aus, eigentlich weiterhin aufwärts strebend. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt hier einfach nur Profite waren, zumindest bei den Amerikanern, die genommen wurden und der Kurs nach unten jetzt hier gedrückt wird. Ja, nach so einer starken Rallye muss der Kurs auch irgendwann mal ein bisschen korrigieren, ist klar. Also jetzt Fazit zu dem Video, was ich gerne ziehen möchte. Für uns als CFD-Trader ist es jetzt natürlich jetzt hier in diesem Bereich eine sehr, sehr interessante Sache, da wir extrem fallende Kurse haben und sollte sich dann hier tatsächlich eine Unterstützung bilden, eine Supportstelle in diesem Bereich, die ich euch hier gezeigt habe, wie gesagt, Bärenmarke, könnte man natürlich Long Trades versuchen, beziehungsweise auch Short Trades sollten wir tatsächlich nochmal weiterhin fallen. S&P 500, wie gesagt, hier auch meiner Meinung nach erstmal abwarten. Hier hatten wir, haben wir das Hoch nicht geknackt. Hier mal nach unten. Müssen wir jetzt erstmal schauen, was passiert. Sofern ihr noch in keinem Trade drin seid, ist meiner Meinung nach mein Tipp abwarten. Ansonsten DAX, das war meine Einschätzung dazu. Ihr habt es gehört, noch keine extreme Rezession oder extremer Crash. Ja, finde ich meiner Meinung nach erst, wenn wir jetzt hier tatsächlich hier unten runter sinken sollten und darunter verweilen sollten, kann es sein, dass es auch noch nicht zu einem extremen Crash kommt, wie man das immer nennen will, sondern es kann auch durchaus sein, dass der Markt dann erstmal hier verweilt in diesem Bereich, weil der auch irgendwann mal korrigieren muss. Ja, das ist ganz normal. Alles klar, das war es soweit von mir. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, viel Spaß beim CFD-Trading. Checkt auf jeden Fall mal den Broker aus dem Link in der Beschreibung.
könnt ihr günstig den DAX per CFD mit hohem Hebel traden. Bis dann, ciao.